Moin Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu dieser ergometrischen Vertikalmaus. Kommt mit so einem LED-Effekt anscheinend. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Das soll ja besonders gut sein, um seine Hand ein bisschen zu schonen und auch die Gelenke, weil es einfach eine natürlichere Haltung sein soll. Und ja, ich bin da relativ unerfahren. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier tatsächlich ein erwartet, wie sich das Ganze anfühlt. Und auch sonst, wie das Ganze so aufgebaut ist. Wir haben hier einmal ein ganz normales Kabel zum Laden wahrscheinlich. Und dann haben wir hier einmal unsere Maus. So sieht die Maus aus. Hat hier unten einmal den entsprechenden Adapter. Den placken wir einfach in unser Gerät und dann verbindet sich das. Das habe ich auch schon einmal ausprobiert. Das ist einfach nur Plug and Play, also Plug and Use. Und ansonsten ist es relativ selbsterklärend. Also wir haben hier diese Form, auf die unsere Hand relativ entspannt greifen kann. Das fühlt sich sehr natürlich an, aber ich muss gestehen, das hier so zu halten, ist doch etwas, was ich erstmal im ersten Moment sehr unnatürlich finde. Und ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass man damit tatsächlich effektiv arbeitet. Also beim Arbeiten vielleicht, aber wenn man zocken möchte oder so, ist das vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Aber wir haben tatsächlich hier auch zwei Makrotasten, also für vor und zurück zum Beispiel. Wir haben Mausrad und auch Effekte, die gucken wir uns gleich mal an. Der Anschlag ist hier sehr angenehm tatsächlich. Und auch sonst, wie gesagt, also es liegt super angenehm in der Hand. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier sich was Bequemes zu holen. Aber ich denke wirklich fürs Zocken, Reaktionsschnelligkeit, aber wahrscheinlich ist das auch eine Übungssache und Gewohnheitssache. Wir schalten das Ganze mal an. So, und dann sehen wir hier auch schon direkt unseren Wave-Effekt, der hier drin sitzt. Das ist schon mal ja, ganz schön so zu sehen, finde ich. Also da haben sich ein bisschen Gedanken gemacht. Das soll anscheinend auch vielleicht Gamer ansprechen. LEDs sprechen ja immer so dafür, weil jeder weiß natürlich, dass Gaming natürlich besser funktioniert, wenn LED drin ist. Und ansonsten, das können wir hier noch umschalten. Ah, hier können wir die Effekte noch wechseln. Das ist jetzt so ein ja, Fade. Also er wechselt jetzt durch die ganzen Farben einmal durch. Dann haben wir diesen hier. Das ist so ein Breathe-Effekt mit unterschiedlichen Farben. Das scheint auch einer zu sein. Das hier ist so eine Welle mit unterschiedlichen Farben. So, also wir sehen das hier mal, also es geht hoch und runter. Und dann eine andere Farbe und so weiter und so fort. Ist relativ selbsterklärend. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Ja, und die klassische Wave wieder. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen zu wählen. Wir Stick, wir können das Ganze auch direkt mit Bluetooth koppeln. Das ist eine ganz schöne Sache, das funktioniert tatsächlich sogar ganz gut, da war ich sehr überrascht drüber. Macht das Ganze einfach, falls man da sich einen USB-Anschluss sparen möchte, kann man hier nämlich dann einfach auf die entsprechenden Bereiche zurückgreifen. Ich kann es einmal zeigen, das leuchtet hier auch immer auf, es wird gezeigt, was gerade genutzt wird. Hier ist dieses USB-Symbol und hier können wir dann sagen, hey, ich möchte eigentlich mit Bluetooth arbeiten. Oder es ist mein zweites Bluetooth-Gerät, das ist also auch noch mit drin integriert, dass man da wirklich selektieren kann. Und dementsprechend eigentlich meiner Meinung nach ein ganz nettes Stück und ich werde es auf jeden Fall mal jetzt demnächst ein bisschen öfter ausprobieren, zumindest für die Arbeit, weil es, ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm an, so seine Hand auf dem Tisch zu platzieren, im Gegensatz zu der klassischen Maus, ist aber, glaube ich, wirklich Gewohnheitssache.